Lass mich sehen. Die ganze Wunde ist offen. Dieser Kater ist nicht in einem sehr schlechten Zustand. Er ist sehr brav, er benimmt sich super gut. Was er hat, ist ein hässliches Aussehen. Ja, sein Fell sieht schlecht aus. Er ist sehr nett. Können Sie uns die Wunde zeigen? Ja, das muss ein Biss von einer anderen Katze sein. Schauen Sie, wie er gähnt. Die Narkose wirkt bereits. Schauen Sie, wie er sich bewegt. Können Sie es sehen? Unfassbar. Hart. Wow. Es schien eine Kleinigkeit zu sein. Wir sagten, das wird nichts. Seit wir ihm den Verband angelegt haben, ist er super apathisch geworden. Und welche Option gibt es? Vielleicht müssen wir ihm Stiefelchen anziehen, damit er sich nicht kratzt. Er isst und alles andere ist in Ordnung, aber er ist sehr traurig. Was passiert, Karinien? Ich
Ay, buen día, pero bueno. ¿Qué es? ¿Que estabas dormido? ¿Qué pasa? No, hombre, no. ¿Qué pasa? Oye. Oy. Pero si es bonita, es buen chica, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, la libertad! Mira. Oh mein Gott, wie sieht die Wunde aus? Lass mich sehen. Die ganze Wunde ist offen. Es simpático, eh? Die Wunde ist offen, aber zumindest gesünder und sauberer. Schauen Sie, wie nett er ist. Sie werden ihm sofort ein Zuhause finden. Er ist wunderschön. Wenn sein Fell richtig nachwächst, wird er wunderschön sein. Haben Sie bemerkt, dass er schielt? Ja, er ist sehr lustig. In 1 Minute wird es wirken und wir werden ihn intubieren. Hast du es gesehen? Die Operation verlief gut, aber ein paar Tage später mussten wir zurück ins Krankenhaus, um es zu reparieren, weil er eine der Nähte herausgenommen hatte. Wie auch immer, die Dinge werden immer so passieren, wie wir es wollen. Aber was wichtig ist, ist, dass wir die Dinge bis zum glücklichen Ende durchziehen müssen. Also bleibt Oliver jetzt im Pink House. Er braucht ein schönes Zuhause. Bitte schreib mir, erzähl mir alles über dich und dein Tier. Lasst uns ein Zuhause für diese schöne Katze finden. Und übrigens, bevor ich gehe, erinnere ich dich daran, dass all dies nur möglich ist, wenn ich deine Unterstützung habe. Bitte, wenn du meinem Patreon-Unterstützungsnetzwerk beitreten kannst. Ich habe es vor etwa 5 Jahren gestartet und all diese Zeit war unglaublich. Ohne diese Gruppe könnte ich einfach nicht tun, was ich tue. Bitte, wenn du nur auf den Link klicken und mir auf Patreon beitreten kannst. Danke.